Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Instatalk. Der neueste Trend auf Instagram? Schlauchbootlippen waren gestern. Immer mehr Influencerinnen lassen sich das Hyaluron in der Lippe auflösen. Die einen für eine Veränderung und die anderen zur Neumodellage. Kadett hat angefangen und ihre Lippen zum Wiederneumodellieren aufzulösen. Nach der Neumodellage sind dies ihre neuen Lippen. Sieht doch eigentlich ganz natürlich aus. Die Lara und Vanessa haben es auch gemacht. Blaue Lippe inklusive. Ich muss kurz nochmal ein Thema mit euch besprechen. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin eher der spontane Mensch. Jetzt habe ich mir heute was in den Kopf gesetzt, habe für morgen einen Termin gemacht und einfach meine Lippen morgen auflösen lassen. Das heißt, ich werde mir morgen eine Spritze in die Lippe geben lassen, die mein komplettes Hyaluron auflöst. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Ich habe Angst vor der Wahrheit, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil es ist lange, lange her, 7 Jahre oder so, wo ich meine Lippen noch nie unterspritzt habe. Ab morgen seht ihr mich dann so. Hallo, ich bin Svani. Ich bin auf dem Weg gerade. Es ist gleich soweit. Auf jeden Fall, heute werden meine Lippen noch nicht schmal. Heute wird das erstmal sehr, sehr schlimm aussehen und sehr dick werden, ne? Das wollte ich euch nur schon mal gesagt haben. Ich melde mich auf jeden Fall gleich. Bis nachher. So Mädels, ich fasse mich einfach kurz. Ich bin am Arsch. Guckt mal, die Lippe ist schon fast weg. Guckt mal bitte eine alte Story, wo ich lache. Ich lache. Oh mein Gott. Ey, woher auf einmal diese Zähne? Hä? Woher kommen diese Zähne? Jetzt bitte nicht von mir, dass ich diese Story ohne einen Filter drehe, weil ich muss das selber erstmal verkraften, diese Geschichte. Guck mal, ich rede, man sieht meine Zähne einfach auf der Seite. Das ist krank. Die Seite ist halt viel mehr geschwollen, ist auch blau. Auch hier ist extrem blau. Das ist jetzt halt so, als ob ihr auf dem aufgeblasenen Luftballon so ein bisschen Luft rauslasst. Ne? Dann wird der erstmal so... Lash. Das geht aber wieder, also das neutralisiert sich wieder. Ich bin komplett blau. Alles ist blau hier. Also wir haben das mit Hyaluron aufgelöst. Schmerzen. Man sagte mir, es tut nicht weh. Ich hatte heute eine dritte Geburt. Das tat so weh. Oh mein Gott. Ich zeige euch gleich, wie angeschwollen die direkt danach waren. Und es ist jetzt vielleicht 2 Stunden her und wirklich, diese Seite ist, glaube ich, schon aufgelöst. Ganz anderes Feeling. Guck mal, ihr seht den Unterschied, ne? Hier ist die Kontur schon richtig sauber. Man sieht, hier ist nichts mehr drin. Und das ist noch so rund. Also hier ist noch was drin. Ja. Was sagt ihr dazu? Ist das ein neuer Trend und nur temporär? Oder werden alle wieder nach und nach schmallippig? Schreibt's mir in die Kommentare. Das war's auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Instatalk.